Hier wollte ich doch gar nicht rein. Ich will doch nur hier oben hin. Ich will hier. Raus hier. Oder so. Ich wollte hier bleiben. Hey! Okay, dann tauchen wir eben mal eine Runde. Ich hoffe, wir schaffen den Weg hier. Du musst nach oben, Lara. Du musst nach oben. Ah! Hilfe! Sie stirbt! Ja, wir sterben. Oh Gott. Mein Gott. Ich krieg hier aber auch gar nichts auf Kette. Sorry. I'm sorry. Wo ist der Bär? Ja. Genau. Was war das denn jetzt hier? Ich will hier nicht raus. Okay. Ich wollte raus. Drecksvieh. Scheißdinger hier. Bären sind nicht gut für die Menschen. Das haben wir gerade gelernt. Okay, wir können einen Käfig schieben. Oder ziehen. Was ist da drinnen zur Hölle? Die haben da einen aufgehangen? Was für ein krankes Dorf. Was haben wir hier denn? Gefundene Schrotflintenmunition. Schrotflinte gibt's hier. Coole Sache. Aber warum ist Schrotflintenmunition hier drinne? Was ist das? Dorfschlüssel. Okay. Drücke die Tabulator, um ihr Inventar zu betrachten. Es geht auch so und dann so. Nein. Nein, 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 nein. Okay, daraus kann man mit Sicherheit gut was machen. Ich sollte mich hier mal umsehen. Ne. Du solltest dich hier umsehen. Boah, nee, 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 das geht ja mal gar nicht. Okay, brauchen wir hier einen Schlüssel oder was? Jo. Ja. Ich wieder. Wo sind sie, hä? So, langsam komme ich damit zurecht mit dieser Aktion hier, mit diesen Kopfschüssen, die man auch verteilen kann zur Not. Glaube ich jedenfalls. Wenn nicht, bitte belehrt mich nicht. Ich habe gerade Hoffnung geschöpft. Oh. Okay, da habe ich jetzt gerade den falschen Knopf gedrückt. Aber gut. Na, wir schaffen das schon. Okay, was müssen wir hier machen? Hier ist schon mal Wasser, das ist gut. Und hier müssen wir wieder klettern. Juhu! Ein kleines Jump'n'Run hier. Sehr schön, Lara, sehr schön. Das kannst du sehr gut. Aber sowas kennen wir ja schon. Also hier ist wirklich, glaube ich, alles drin einfach.
Also von Jump'n'Run, Rätseln, kleine Shooting-Passagen. Also alles Mögliche. Das finde ich ganz cool gemacht, dass es hier so viel Abwechslung dann drin gibt. Das gefällt mir. Achso, ja. Ich habe mich gerade gewundert, warum das hier alles so. Warum meine Lebensanzeige immer noch angezeigt wird. Boah! Wo kam die denn her? Ah! Falschen Knopf gedrückt. Ich habe anstatt, ich habe gedrückt, dass sie sich fallen lassen soll. Ich weiß, manchmal bin ich einfach zu schlau. Okay, wir klettern aber gerne nochmal. Die Fledermäuse haben mich eben gerade etwas überrascht. Ich glaube, das hat man auch gut gesehen, dass sie mich überrascht haben. Aber naja, gut. Soll ja vorkommen. So, und jetzt muss ich hier ja... Genau, Y. Ja. Vielleicht zocke ich auch dann irgendwann mit Tastatur weiter. Ich schau mal, aber mit dem Controller gefällt es mir eigentlich gerade schon ganz gut, weil ich mich langsam dran gewöhne. Achso, jetzt war der Sprung korrekt. Na dann, ja, alles gut. Achso, okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich muss tatsächlich jetzt hier runter und dann muss ich bei der anderen Ecke wieder hoch. Halt dich doch fest! Lara, ich habe gesagt, du sollst dich festhalten. Mach das beim nächsten Mal bitte auch, ja? Danke sehr. Jetzt brauchst du nämlich schon wieder ein Medipack. Wir verbrauchen hier gerade alles. Meine Güte, so geht das nicht. Ach, hier ist das gleiche. Ach nee, nicht das gleiche Rätsel. Also, heute wollen sie mich hier alle verarschen. Gut, das Spiel hat was für sich. Das verarscht mich. Das schaffen nicht viele Spiele. Achso, gut. Okay, jetzt funktioniert das aber wenigstens mit dem Festhalten. Ja, ich glaube, ich muss dann doch mal schauen, wie ich hier weiterspiele. Auf jeden Fall macht es mir schon mal viel Spaß, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel gefällt mir schon mal sehr gut, durch die Abwechslung, die hier drin ist. Ich muss ganz ehrlich sein, ich kenne auch nicht so die Stories von den ganzen Teilen, also wie die jetzt zusammenhängen und so weiter und so fort. Also gar keine Ahnung. Deswegen, was Neues für mich, vielleicht auch was Neues für euch, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr bei den Tomb Raider-Teilen unterwegs seid. Wie ihr die gespielt habt, den neuen Teil, könnte man ja so... Ja, macht euch weg. Mein Gott, Drecksviecher. Was? Ja, ich hab gesagt Drecksviecher. Ist doch in Ordnung, oder? Finde schon. Oh, eingerastet. Soll das einen Dinosaurier darstellen, oder sieht das nur so aus? Sah jetzt so aus. Es ist generell alles sehr, naja, mystisch sage ich jetzt mal nicht, aber... Genau, Lara, so solltest du das eben gerade auch machen. Sehr schön. Ja. Sie macht genau das, was ich nicht sage. Ich war gerade schon mal bereit, weil ich glaube, da kommt gleich was. Na, kommt da gleich was? Nee, scheinbar nicht. Ein Kontrollpunkt, der kommt, das ist sehr gut. Da unten ist Munition, das heißt, da unten kommen jetzt gleich auch Gegner. Was denn? Ich hab doch! Ich drück doch immer, was ich drücken soll. Das ist gemein. Aber hier haben wir doch was gefunden. Achso, vielleicht kommen wir dann jetzt hier irgendwo wieder hoch. Vielleicht. Ich denke mal, wir kommen dann erst wieder hier hoch. Jetzt rückwärts wieder. Nö. Ah, sehr gut. Ich habe uns gerade mal
geglitscht. Ach so, geht's hier hoch. Okay. Okay, ich hab nichts gesagt. Nein, nein, ich hab nichts gesagt. Hoppala! Olé! Sehr schön. Ich kann auf schmalen, vertikalen Strukturen balancieren. Bringen sie auf die Säule und zu und kauern sie sich auf ihr zusammen. Okay, cool. Gut, dass sie auf sowas balancieren kann. Ich könnte es nicht. Okay. Liegt hier unten irgendwas? Das ist viel wichtiger. Wenn hier unten was liegt, dann würde ich sogar hier unten hingehen, denn das ist was Wichtiges. Oder es könnte was Wichtiges sein. Oh, naja. Oder wir müssen generell hier runter, weil es nicht anders geht. Könnte auch sein. Wie wir gerade vielleicht gesehen haben. Und wiepen und Sprung. Schön. Hoppala. Es wird und wird besser. Boah. Naja, das hat ja fast funktioniert und wir sind gleich tot. Das macht mir gerade etwas Sorgen, dass wir jetzt schon fast tot sind und es ist alles auf leicht. Oh Gott, Leute, Leute, da haben wir uns jetzt was angetan hier. Ja. So viel zu der Geschichte. Ach so, stimmt. Ich hab's gedrückt. Mir kann keiner was vorwerfen, ja? Es beginnt wieder, wie es aufgehört hat. Nicht gut. Aber hey, wir haben ja mit Sicherheit genug Zeit, um das Ganze hier zu schaffen. Und ich glaube auch, dass wir diese Zeit in Anspruch werden müssen. Also in Anspruch nehmen müssen. So eher. Oh ja, dieses Spiel wird uns noch Freude bereiten. Und Kopf zerbrechen. Hoppa. Und hopp. Aber schöne Tricks von Lara. Das macht das Ganze schon wieder wett. Dann ist nämlich alles in Ordnung. Hoppa. Und weiter geht's. Oh, ich wollte gar nicht schießen. Entschuldigung. Achso, ich habe gerade gedacht, sie würde etwas nehmen. Tat sie aber nicht. So, jetzt. Ah, nein, 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 nein. Genau, zurück. Das funktioniert gut. So, eigentlich habe ich ja immer ein recht gutes Timing, aber heute will es nicht. Aber klar. Jetzt funktioniert's. Ja, gut. Bitte, Kontrollpunkt. Hier kommt doch gleich was. Es schimmert. Wow. Oh, Peru. Die Stadt Vilcabamba. 37 Minuten. Oh. Kills 13, Vorräte 3, Artefakte 1. Gemeistertes Zeitspiel? Nein. Gut, sowas wollen wir aber auch gar nicht schaffen. Wir wollen nur durchkommen. Wir nehmen einfach mal wieder einen neuen Spielstand. Dann können wir immer wieder einsteigen. Das ist für mich auch praktischer, falls was passiert. Das verlorene Tal. Sieht nice aus. Sieht richtig cool aus. Und ein Kontrollpunkt gleich dabei. Was hat sie da für einen Flecken? Na egal.
Das dürfte spannend werden. Aber dieses Spannende machen wir dann erst beim nächsten Mal. Da unten sehen wir schon, was für ein Teil wir brauchen. Und irgendwo da oben müssen wir es hinbringen. So viel ist klar. Gut, dann war es das soweit erstmal mit einer kurzen ersten Aufnahme von Tomb Raider Anniversary. Und ihr habt schon gesehen, wie ich spiele, und wir werden noch viel Spaß damit haben. Und ich werde noch sehr lange, lange an diesen Spielen sein. So viel ist klar. Ja, bitte erstmal die Schuhe, nicht, dass wir noch irgendwo runterstürzen. Gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.